Rose Fröhlich, echter Patientenfall. Heute mit der Fragestellung Cholesterin, Laborwerte. Was hat das für eine Bedeutung? Ihr Lieben, ich werde ganz häufig gefragt mit diesen Ablagerungen in den Blutgefäßen, Cholesteringeschichten. Schreibt mir mal in die Kommentare, welche Erfahrung ihr damit überhaupt habt. Sagen die Ärzte euch was? Erklären die euch das? Kriegt ihr sozusagen in den Blutlaborwerten mit, was da überhaupt los ist? Gibt es da eine Empfehlung? Also, ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung und eigener Praxis. Und ich hatte gerade letzte Woche mehrfach Patienten, die mir die Laborwerte geschickt haben. Und wir haben dann gemeinsam reingeguckt, wie sozusagen die Auffälligkeiten sind. Also, als erstes ist es so, dass bei den Fettwerten diese sogenannte Fettstoffwechselstörung immer an vier Werten sozusagen definiert wird. Das heißt, es gibt als erstes ein Gesamtcholesterin, dann gibt es einen Wert, das ist das sogenannte LDL. Das LDL, könnt ihr euch immer merken, ist das, was über die tierischen Fette kommt und das ist das, was wir mit dem Essen auch beeinflussen können. Das heißt, wenn wir die tierischen Fette verändern, kann der Anteil LDL sozusagen runtergehen. Dann gibt es noch eins, sozusagen das HDL. Das HDL, könnt ihr euch immer merken, ist das Hab dich lieb, ne? Am Ende mit dem Herzchen. HDL, hab dich lieb, ist das sogenannte gute Cholesterin. Und warum haben wir das? Das ist dafür da, wenn das hier eine Blutbahn ist und diese Ablagerung hier, diese Halbmonde, diese Cholesterinablagerungen, die können ja durch Essen entstehen und dann ist es so, dass die sich in den Gefäßen ablagern. Übrigens ist es so, warum lagern die sich hier ab? Nicht um euch zu ärgern, sondern wenn wir uns die Blutgefäße anschauen, ist es so, dass das Cholesterin im Schwerpunkt von der Leber hergestellt wird und bei der Leber ist es so, dass der Cholesterinanteil für die Elastizität der Gefäße ist. Wenn ihr euch überlegt, was wir den ganzen Tag irgendwie machen, das heißt, wir bewegen uns, ne? Wir können alles Mögliche machen, wenn ihr so einen Arm anguckt, dass ihr alles durchblutet, überall Gefäße, brauchen wir also einen Anteil Cholesterin sozusagen für die Elastizität der Gefäße. Wenn ich aber jetzt zu viel zum Beispiel durch Fette habe, kann sich ein Anteil auch ablagern, weil halt ein größerer Anteil an Fetten entsteht. Das heißt, die Leber produziert übrigens 90% des Cholesterins und 10% Anteil kriege ich mit dem Essen hin. Deswegen werden auch so schnell Medikamente verordnet, die sozusagen das Cholesterin senken, wenn das auffällig ist. Das HDL, also euer Cholesterin, was ihr durch Bewegung und Sport beeinflussen könnt, ist das Hab dich lieb, das gute Cholesterin. Das ist dafür da, das ist sozusagen auch im Körper unterwegs, am Ende wie so eine Art Gesundheitspolizei. Das transportiert den Anteil des abgelagerten Cholesterins wieder raus. HDL zum Beispiel wird eben durch die Bewegung, durch Alltagsbewegung und durch Sport verbessert. Die Werte sollen möglichst hoch sein. Dort ist es so, dass die Laborwerte gerade in den Referenzbereichen von 40 auf 60, von 60 auf 90, also hab dich lieb, HDL-Wert, gutes Cholesterin sollen möglichst hoch sein. Da kann ich immer sehen, wenn jemand Sport macht oder nicht. Oder wenn jemand auch die Möglichkeit nicht hat, dann hat er natürlich eher niedrige HDL-Werte. Dann gibt es noch einen Wert, der noch gar nicht gefallen ist und der häufig nicht erklärt wird. Das sind die sogenannten Triglyceride. Bei den Triglyceriden ist es immer so, dass ihr euch vorstellen müsst, wenn ihr Zucker in der Blutbahn habt. Jetzt muss ich mal einmal hier meine zweite Blutbahn haben. Das heißt, wenn wir etwas essen, wo Zucker draus wird, klassisch die Kohlenhydrate, die landen in der Blutbahn. Und wenn ich zu viel Zucker in der Blutbahn habe, kann der Körper aus zu viel Zucker aus den Kohlenhydraten, kennt ihr wahrscheinlich schon, Insulinanstieg, der kommt dann oben drauf, damit der Zucker in die Zelle geschleust werden kann. Und das zu viel an Zucker kann dann, und jetzt bitte nicht erschrecken, zu Körperfett umgewandelt werden. Das heißt, die Leber kann den Zucker verstoffwechseln und das kann dazu führen, dass ein höherer Fettanteil entsteht. Das heißt, wenn ihr Triglyceride, die sind manchmal mit TRIG abgekürzt oder mit TG, da müsstet ihr bei euch auf die Laborwerte mal gucken, wenn die Triglyceride auffällig sind, das heißt, wenn die Triglyceride plötzlich aus der Norm raus sind, dann haben wir es hier nicht mit Fett zu tun, sondern wir haben es mit Zucker zu tun. Das heißt, immer dann, wenn ich wissen will, ob irgendwas im Zuckerstoffwechsel ist,
kann ich den Insulinspiegel testen lassen in der Blutbahn. Ich kann aber auch bei den Fettwerten gucken, wie die Triglyceride sind. In der Diabetesberaterin, als Diabetesberaterin, ne, bin ich ja auch, haben wir in der Praxis, ist jetzt die letzten Jahre wirklich besser geworden, aber früher viele Leute rausgefiltert, wer erhöhte Triglyceridwerte hat, muss immer gucken, was in dem Zuckerstoffwechsel los ist. Und an der Stelle kann man eben immer sehen, stimmt da mit dem Insulinspiegel und dem Zuckerstoffwechsel etwas nicht, wenn die Triglyceride auffällig sind. Es gibt noch einen anderen Grund. Früher war es schlimmer als sozusagen heute. Triglyceride entstehen auch übrigens immer bei Alkohol. Ja? Wenn ich sozusagen Alkohol trinke, ich habe hier symbolisch einfach das leere Kornglas, da gilt alles an Alkohol. Es ist am Ende Kohlenhydrat. Kohlenhydrat wird am Ende zu Zucker und schon sind wir bei den Triglyceriden. Ja? Das heißt, an der Stelle ist es so, dass man die Triglyceride mit Kohlenhydraten und am Ende dem Zucker beeinflussen kann. Natürlich können wir es mit dem Alkohol beeinflussen. Und an der Stelle kann man eben bei den Laborwerten sehen, sind die Triglyceride auffällig, hat jemand eine Fettleber dazu, aber es wurde nie nach dem Zuckerstoffwechsel geguckt. Es ist immer sinnvoll, auch nochmal die Insulinspiegel, also 12 Stunden nüchtern und dann einen Insulinspiegel zu machen und auch eine nüchtern Glucose, um eine Insulinresistenz ausschließen zu können, weil wenn die Triglyceride auffällig sind, müssen wir immer gucken, was macht der Insulinanstieg der Bauchspeicheldrüse. Die, die mich kennen und das vielleicht auch schon gesehen haben, das ist hier eine Bauchspeicheldrüse. Hier habt ihr die Beta-Zellen, die das Insulin produzieren und wir können sozusagen gucken, wie die Produktion hier ist. Wichtig ist, nüchtern Blutzucker, nüchtern Insulinspiegel, 12 Stunden nüchtern sein. Dann kann man den HOMA-Index ausrechnen und nur der HOMA-Index sagt uns zusätzlich, ob hier eine erhöhte Ausschüttung ist. Häufig sind nämlich die nüchtern Werte, also die nüchtern Glucose und der nüchtern Insulinspiegel auf dem Laborblatt erstmal in Ordnung. Dieser HOMA-Index könnt ihr einfach eine Suchmaschine anschmeißen, dann findet ihr die Labore, die das auf ihren Homepages haben. Wenn der nicht mit auf dem Laborblatt steht, kann man den ausrechnen. Und wenn der HOMA-Index über 2,5 ist, wissen wir immer, hier wird mehr produziert. Also bei den Triglyceriden nochmal immer gucken, wie viel Zucker ist am Ende da, was macht der Zuckerstoffwechsel. Und deswegen ist es bei erhöhten Triglyceriden immer wichtig zu gucken, was ist hier wirklich los. Triglyceride können auch immer nicht nur eine Insulinresistenz anzeigen, sondern sie zeigen damit auch die Tendenz, dass ein veränderter Zuckerstoffwechsel da sein kann in Richtung einer Diabetesdiagnose. Nur eine Diabetesdiagnose wird jetzt nicht anhand von Triglyceriden gestellt, sondern immer ab nüchtern Werten ab 126. Alles, was ich nüchtern unter 126 habe, ist dann immer die Frage, ne? Insulinresistenz. So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Was fällt mir noch ein? Abbau, Bewegung habe ich schon gesagt. Jede Art von Bewegung hilft, Cholesterin wieder abzubauen und jede Art von Gewichtsabnahme führt immer dazu, auch 1-2 Kilo schon, dass die Laborwerte wirklich schlagartig besser werden. Also ihr könnt relativ viel machen. Cholesterinwerte könnt ihr übrigens auch mit Speiseöl verändern. Also wenn ihr Speiseöl mit reinnehmt, kriegt die Leber gesunde Fette und damit wird weniger Cholesterin hergestellt. Also an der Stelle essen, verändern, Öl einbauen, Kohlenhydrate etwas moderater sein, vorsichtig sein, ja, und aber nicht ganz weglassen, sondern an der Stelle gut kombinieren. Jo, ich hoffe, ihr habt mal wieder schön was gelernt, ihr Lieben. Schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr noch Fragen habt. Ansonsten wünsche ich euch heute erstmal einen schönen Tag und ganz lieben Dank fürs Zuhören. Liebe Grüße, eure Sandra.